So. So, jetzt müssen wir irgendwie die beide Generatoren parallel deaktivieren. Na, das könnte noch natürlich lustig werden. So, jetzt habe ich meine Waffen kurz aufgefüllt. An der Waffenstation hier. Weapon Station. Jetzt müssen wir irgendwie die beiden Kack-Generatoren finden. Was natürlich noch so eine Operation werden könnte, die schief gehen kann. Gewaltig schief. Und ihr kennt mich ja. Stealth und so. Nee. Also, an sich wird die wahrscheinlich auch schief gehen. Sehr oft. Ich stelle da gar keine Ansprüche mehr an mich, an meine Stealth-Kenntnisse. Da fing es dann an, etwas kompliziert zu werden. Sarah wurde aus welchem Grund auch immer misstrauisch. Ich konnte sie dazu überreden, in den Hubschrauber einzusteigen und sie zu Sam bringen. Aber die Gleichung hatte zu viele Unbekannte. Und Sam hatte keinen blassen Schimmer davon, was ihn erwarten würde. Eine Markierung der Generatoren, damit man sie aus der Luft vernichten konnte, das war dabei noch die leichteste Übung. Oh, was zur Hölle? Ach du Scheiße. Das ist also ein riesen Knallbonbon. Ist wahrscheinlich auch eins, wenn man so richtig, wenn man es mal so betrachtet. Aber hier haben wir einen Haufen Deckung. Mal schauen, ob wir die auch nutzen können oder ob wir wieder grandios failen. Ich bin ja eh für die Option 2. Da weiß ich, dass das eher der Fall sein wird. Oh, what the hell, eine Gatling Gun. Habt ihr sonst noch Wünsche, die Black Arrow Fuzzis? Rüsten ganz schön auf, hey. Ja, jetzt könnte es natürlich ein bisschen lustig werden hier. Was zur Hölle, wie soll man denn die bitte ausschalten können? Also, wir sind jetzt hier. Ach Gott. Keine besonderen Vorkommnisse. Person gesichtet. Ach komm. Es ist Fischer. Ja, so viel zum Thema Unauffälligkeit. War auch nicht sehr intelligent, was ich da gerade gemacht habe. Sorgt dafür, dass er nirgendwo hin kann. Oh. Wirklicher Kontakt. Da drüben. Kommt doch rein. Kontakt ist in der Grube! Ja, so viel zum Thema Unauffälligkeit, ne? Ziel gesichtet! Oh, hi! Da leistet meine Gesellschaft. Ja. Wie gesagt, Unauffälligkeit und so, ne? Ja, okay. Das hat nicht funktionieren können. Das wäre nur noch mehr schief gegangen gerade. Ach komm. Ich stelle mich auch an wie der letzte Volltrottel hier gerade, muss ich echt sagen. Aber das ist auch nicht einfach. Also Conviction kann man viel nachsagen, weil das ist leicht wäre, das kann man ihm einfach auf jeden Fall nicht nachsagen. Von Gegnern keine Spur. In der Grube. Nein! Ach komm, das kann ich gleich neu laden. Und hier schwirrt schon wieder irgendwo eine Mücke rum, das beunruhigt mich gerade ganz leicht. Weil ich genau weiß, wie ich da morgen wieder aussehe. Wenn da Mücken rumschwirren. Ich hasse Mücken. Aber gut, wer tut es nicht? Ich kenne jedenfalls keinen, der Mücken mag. Gesichert. Warum überlebt der einen Headshot? Aber wenigstens hat er diesmal seine Kumpane nicht alarmiert. Ich warte jetzt, bis hier einer reinkommt. Vielleicht kann ich einen runterziehen hier. Also auf mein Niveau natürlich. Fischer darf nicht durch die Türen kommen. Welche Türen? Kommt ihr vielleicht mal rein hier oder so? Wäre freundlich von euch. Ich sehe hier gar nichts. Hier kommt Fischer nicht durch. Wollen wir doch mal sehen, ob er hier irgendwo durchkommt. Der Sam. Sam kann ja einiges. Verreck, Fischer! Verreck! Verreck! Nö. Warum sollte ich bitte verrecken? Nein, hier gehe ich mal nicht vor. Wir haben ihn umzingelt. Oh, what the hell. Was habe ich jetzt wieder angefangen? Hier wollte ich gar nicht rein. Ja, was zur Hölle? Ich will hier runter. Scheiße. Oh, oh. Hier kommt Fischer nicht durch. Doch, hier komme ich durch. Früher oder später komme ich überall durch. Komme ich nicht so aus dem Haus raus hier? Kann ich die aufmachen, ohne gesehen zu werden? Oh fuck! What the fuck? Ich wollte hier gar nicht rausspringen.
Oh, fuck. Oh, what the hell? Gut, dass ich überhaupt kein Antitalent für Stealth-Spiele bin oder so. Okay, ja. Dieses Level kann man ohne Stealth nicht schaffen. Aber ich bin ja wirklich so ein Antitalent, das heißt, ich werde hier noch 30.000 Mal failen. Was zur Hölle ist das schwer hier? Ich spiele auf normalen und nicht mal auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Das muss man auch dazu sagen. Jetzt mal schnell hier. Komm runter hier. Da hat sich das Training doch gelohnt. Ja, das Training hat sich eindeutig gelohnt, Sam. Umzingelt Fischer! Nichts. Ich bleib da so, bis die verdammte EMP-Waffe gezündet wird. Na, geh hier rüber, Sam. Fischer darf nicht durch die Türen kommen! Ich komm auch nicht durch Türen, wenn ich's vermeiden kann. Kann ich aber hier leider nicht. Bereich gesichert. Was zur Hölle? Wie viele sind hier? Wir haben ihn umzingelt! Umzingelt, ja klar. Obwohl, eigentlich habt ihr da ja recht. Das läuft anders als am Flugplatz. Ich kenne keinen Flugplatz. Hier ist klar, dass du zu spät kommst, oder? Hier ist nichts. Gehen wir. Nein! Es ist Fischer! Ja, was zur Hölle? Wie soll man denn das schon wieder schaffen? Wie soll man das schon wieder schaffen? Alter Schwede, bin ich heute... ich kann heute gar nichts, also... Wundert euch nicht, wenn das eine riesige Fehlaufnahme wird und wenn das Let's Play jetzt noch 50 Folgen dauert, weil ich einfach zu doof bin, hier irgendwas zu reißen. Es kann natürlich gut passieren, also nicht wundern, bitte. Kann ich nicht über die Rohre irgendwie? Scheint aber nicht so. Ich probier's gleich mal. Ich probier's gleich mal, ob das über die Rohre irgendwie geht. Nee, hier komme ich nicht weiter. Ich muss hier rauf. Warte jetzt mal, bis der andere da reinkommt. Da brauche ich jetzt ein bisschen Geduld. Fischer darf nicht durch die Türen kommen. Er kommt doch hier durch die Türen. Ich habe hier noch ein bisschen Platz hier unten. Da könnte ich alle runterziehen. Vor allem, weil die Leiche auch schon wieder verschwunden ist da unten. Fischer darf nicht durch die Türen kommen. Ja, ist verschwunden. Sowas. Die Kollisionserfolge ist auch toll von dem Ding hier. Nee. Ich suche weiter, aber hier ist nichts. Wir sollten trotzdem das Ziel im Weißen Haus fahren. Was für ein Ziel im Weißen Haus? Was habe ich da gehört? Ich warte jetzt, bis der eine da reinkommt, wie gesagt. Da kommt ja immer einer rein, der mich letztens ja, den ich beim letzten Versuch ja ausgeschalten habe. Was ich vielleicht nicht hätte machen sollen. Zurück an die Arbeit. Bleib wachsam. Komm her. Wieso nimmst du nicht die Treppe? Wieso nimmst du nicht die Treppe? Sam hat auch noch Humor. Kommt hier noch einer rein? Ich kann jetzt natürlich eine halbe Stunde warten und darauf hoffen, dass alle hier reinkommen und sich nach der Reihe ausschalten lassen. Aber da gehe ich jetzt einfach mal nicht von aus. Kein Fischer, keine deshalb. Nicht. Wie sollen die blöde EMP-Geschichte endlich hinter sich bringen? Das läuft nicht mehr! Diesmal nicht! Hier kommt Fischer nicht durch! Zurzeit keine Ziele! Das wollen wir ja mal sehen, ob Fischer hier durchkommt oder nicht. Kann ich nicht mal ein bisschen ablenken oder so? Hier ist gerade niemand. Das läuft nicht mehr. Oder? Da ist einer. Was sind denn alle anderen? Was sind sie denn alle? Hier kommt gerade einer vor. Der ist da jetzt ums Eck rum. Jetzt, wenn der natürlich weg wäre, wäre es perfekt. Aber der ist nicht weg, der ist da. Da bist du ein bisschen ein Problem, weil sonst könnte ich hier rüber zu dem anderen Haus. Keine Spur von Fischer. Sag den anderen, dass am Reservoir trotzdem alles einsatzbereit ist. Ich kann hier nicht raus, weil hier immer Wachen rumlaufen. Wir halten die Stellung. Nichts zu melden. Wie mach ich denn das am doofsten? An der Kanone kommst du nicht vorbei. So, der kommt ziemlich nah jetzt. Vielleicht kommt er rein. Da kann ich ihn mir schnappen, weil hier ist momentan kein anderer, der uns sehen könnte. Umzingelt Fischer! Das läuft anders als am Flugplatz! Das wollen wir doch mal sehen.
Hier kann ich nicht durchschießen, ohne Aufsehen zu regen, weil da ja Glas davor ist. Das ist ein bisschen ein Problem. Es ist vorbei, Fischer. Du bist tot. Wir halten die Stellung. Ich möchte ehrlich gesagt kein Risiko mehr eingehen, weil mir das langsam auf den Geist geht. Warte mal, kann ich hier eigentlich? Rein theoretisch kann ich momentan gefahrlos raus. Ne, da kommt schon wieder einer. Verreck, Fischer! Verreck! Verreck! Wir halten die Stellung! Hier rührt sich nichts. Wir sollen sicherstellen, dass er nicht im Reservoir ist. Der schaut uns hier an. Das heißt, wir können hier nicht raus. Kommt da nicht mal einer rein? Er steht schon wieder hier rum. Kommst du nicht vorbei. Wollen wir doch mal sehen. Kann ich nicht jetzt hier? Mal hier raus, zumindest. Ich probiere es jetzt mal. Kein Kontakt. Wiederhole, kein Kontakt. Wenn Fischer hier ist, darf er nicht in die Nähe der EMP-Waffe kommen. Das läuft nicht mehr. Diesmal nicht. Oh oh. So, jetzt bin ich im Schatten. Oh oh. Die Musik, falls nichts Gutes. Haben die mich gesehen? Sieht nicht so aus, oder? Oh, die haben mich doch bestimmt wieder gesehen. Nö. Bisher haben sie mich nicht gesehen. Bisher, wie gesagt. Den kann ich momentan nicht ausschalten, ohne dass er mich, ohne dass ich daneben schieße. Hier ist klar, dass du zu spät kommst, oder? Nein, ich komme nicht zu spät. Ich komme gerade rechtzeitig, nämlich für die Party. Alles ruhig. Ja, alles ruhig wird sich gleich ändern. Wo bist du denn? Da hinten. Umzingelt sehe ich aber anders. Hier ist nichts. Das kann die werden nämlich seltsamerweise immer weniger. Wir haben ihn umzingelt. Ja, wo habt ihr mich denn umzingelt? Hier ist doch niemand. Ach, der kommt wieder. Hier ist wieder Fischer, noch irgendein anderer Gegner. Halt Prentice auf dem Laufenden. Und langsam werden es auch weniger Gegner, die uns Böses wollen. Nein! Das war knapp. Das war knapp. Ich sehe hier gar nichts. Jetzt siehst du nichts. Klappe! Bereich gesichert. So, jetzt habe ich nur das Problem, wie komme ich an diese Kanone ran? Ohne dass die mich in Stücke reißen hier. Wahrscheinlich durch das Gebäude da drüben, oder? Keine Bullen, nichts. Wie sollen die blöde EMP-Geschichte endlich. So, langsam werden sie hier weniger. Mal schauen, ist hier noch jemand in der Umgebung? Nö, sieht gut aus. Bisher. Ich hoffe, die Tanks explodieren jetzt nicht oder so. Kann ja auch sein. Weiß man bei Splinter Cell ja nie. Geht's hier hinten nicht durch? Hallo, hier muss es doch durchgehen. Ach komm. Sind hier welche? Nicht unbedingt. Kann ich hier oben rein? Eventuell? Ja, geht. Super. Dann muss ich nicht durch die Tür, weil da würde mich... Nein! Scheiß Geschütz. Okay, dieses Geschütz kann ich also nicht so ausschalten, wie ich das möchte. Es kann aber hier auch nicht herschießen, oder? Kann ich das nicht markieren irgendwie? Nö.